Logbucheintrag Nummer 21, Captain Kirkbeard an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Wir sind gut dabei. Wir stecken im Sumpf fest. Ja, jedenfalls unser Schiff. Die gute Nachricht jedoch ist, dass unser Außenteam den Kontakt vollständig wiederherstellen konnte und wir nun darauf warten, dass sie sich sammeln und einen Plan austüfteln, wie sie uns hier rauskriegen. Gut. Ich müsste den da ausschalten, damit er mir nicht mehr in den Rücken fallen kann. Das ist nur das schwierige Problem bei der Sache. Da hinten ist nämlich auch noch ein Kartenzeichen, sehe ich gerade. Das ging voll in die Hose. Da hat er mich entdeckt. Okay. Das ist echt nicht so schön hier gerade. Ich würde mich freuen, wenn sich die Patrouille verpissen würde. Denn die hat mich jetzt gerade entdeckt. Wenn ich nämlich Glück habe, sieht mich der eine nicht. Kommt, geht wieder, bitte. Ihr stellt euch ja schon mal so auf, dass ihr wieder gehen wollt. Ich möchte nämlich an die Energie da oben rankommen. Kommt schon. Ihr wollt's doch auch. So. Sehr schön. Patrouille ist weg. Ich warte, bis der wiederkommt, um ihn auszuschalten. Der andere dürfte das hoffentlich nicht mitkriegen. Nein, bis jetzt hat es niemand mitgekriegt. Wow. Das war nicht so gut. Aber ich habe einigermaßen eine Idee. Wie es klappt. Dazu müssen sich die erstmal wieder verkrümeln. Ich sollte vielleicht, wenn sie weg sind, nochmal, also wenn ich den da ausgeschalten habe, nochmal ein Quicksave machen. Dass ich nicht hier immer jedes Mal warten muss, bis die gehen. Ich muss sagen, wenn ich mir sie so ansehe, sieht sie schon ein bisschen gut ausgerüstet. Der eine hat so eine Art Knarre nämlich. So, jetzt. Ist der schon mal weg? Ich kann mich vor dem hier verstecken. Untertappt werden. Okay. Das war wieder nicht so gut. Das ist besser. Warum kommen die jetzt auf einmal zurück?
Haben die Probleme mit der Wegfindung, wenn ich neu lade? Irgendwie, ja. Kann sein, dass da irgendwie ihr Bewegungsmuster resettet wird. Jetzt gehen sie aber wieder. So. Hier kann ich mich verstecken. Hier sieht er mich zum Glück nicht. Okay, das war auch wieder nicht schlau. Okay. Und jetzt hat er mich gesehen. Ah. Und ich habe was vergessen. Die Truppe kommt zurück beim Laden. Das ist auch nicht so schön. So. Okay. Hier ist sogar noch ein... Wait, hier ist sogar noch ein Level-Up-Kristall für mich versteckt gewesen. Cool. Okay, hier sitze ich erstmal gut. Hier kann ich warten, bis der zurückkommt und kann ihn dann erschießen. Das fällt dann nämlich gar nicht so auf, wenn ich ihm eine verpasse. So, und den da sollte ich vielleicht meucheln. So. Gut. Find the exit. The exit ist hier. Oder auch nicht. Au. Ja, der Exit. Aber wohl nicht ganz so, wie ich ihn mir erhofft hatte. Da ist ein Heilkristall mit etwas Energie. Der da ist ein bisschen ein Problem vielleicht. Charge ich mal hier hoch in Deckung. Ich könnte wahrscheinlich darüber chargen, wäre der andere nicht im Weg. Da ist sogar wieder ein Aufklärungspunkt. Hm.
Da hinten ist auch nicht wirklich einer, der gerade hinguckt. Aber ich hätte gern erstmal die Energie da. Dazu machen wir aber die beiden hier erstmal Problemchen. Na, jetzt erstmal nicht mehr. Na komm, klick das weg. Hm. Scout the center of the camp. Ja, das wird wahrscheinlich der Scout Point hier sein. Okay, die machen mir gerade richtig Probleme, diese Jumbo-Packung an Gegnern. Was passiert, wenn ich da drauf schieße? Dann alarmiere ich die beiden. Ich könnte mal versuchen, die beiden mit einem Heavyweight auszuschalten, aber nö. Ich will an die Energie rankommen. So. Und weg da hoch. Gut, das dürfte das Problem gelöst haben. Jedenfalls das Problem, an die Energie ranzukommen. Ich könnte dahin chargen. Ich müsste aber eher da drüben hin. Der sieht hier hinter dem Felsen nichts. Also klären wir erstmal das hier auf. This is a kind of beacon that can be used by pirates to call for backup. It's better not to let them do that. So, der da müsste weg. Das war jedoch nicht. Lieber von hier aus irgendwie gucken, dass ich wegkomme. So, ich stelle mich mal hier hinten in die hinterste Ecke. Der ist nämlich nicht ganz so auffällig, wenn der stirbt. Der ist nämlich nur eine Außenpatrouille oder so. Was haben wir hier? Pirates are cruel to their prisoners. These have died from thirst looking at the water. Okay, ah, ich weiß jetzt, wie ich an meinen Edelstein da hinten rankomme. Jedenfalls an den da. Hätte ich schwören können, ich wüsste es. Jo. Hat auch geklappt. Und auf demselben Weg komme ich wieder zurück. Oh, oder auch nicht. Oh, 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 oh. Aber ich habe die Energie da drüben vergessen. Die Energie beim Heilkristall. Aber die dürfte ich auch noch mal relativ leicht rankommen. So, das ist nämlich noch mal 100 Energie. Hm. Haben oder nicht haben. Gibt ja immerhin ein Achievement, wenn man es schaffen sollte. Hier sind verdammt viele Heilsphären.
Ich habe nur das Gefühl, dass die nicht für mich gedacht sind, sondern für die Gegner. Was haben wir hier? Ah, Verstärkung. Yeah. Wir haben unser Außenteam wieder zusammen. Hello. I've done some reconnaissance. To free the caravanners, we need to open the gate leading into the inner section of the camp. The keys to the gate are kept by two captains. If we neutralize them, we'll be able to save the prisoners. Mhm. Gut, wir haben unsere ganze Truppe. Beisammen. Take the first key from the pirate captain. So, ich will erstmal nur ihn haben. So. Dann kann ich mich nämlich kurz hier runter chargen. Und noch mehr Energie einsammeln. Die anderen beiden sind da oben relativ sicher. Ich könnte mir mal den Forcer schnappen. Und mit ihm den Stein aufsammeln. Das hilft uns schon mal mit mehr Wumms. So, wieder zum Shadow. Hasch ist doch gerade nicht aktiviert. Egal. So. Und fertig. Ist das? Jedenfalls so. Und wir können ihn wieder zurückholen. Und können mal kurz in die Characters reingucken. Du hast jetzt 3, also machst du jetzt bitte den Shadow Backstep oder ist Shadow Blade besser? Nein, den Shadow Backstep, bitte. So, ja, kann ich die wieder rausnehmen? Nein, ich kann sie nur zurücksetzen. Okay. Smash Fist hätte auch noch 3 Punkte. Ah ja, für den Cup de Grace. Auch gut. Und du brauchst erstmal nichts, weil du kannst auch nichts. Außer Friendly Fire, aber ich hätte gerne Friend of Foe auf 100%. So, ich hätte genug Energie zusammen, um alle 3 nachher mit voller Energie aus der Höhle zu bringen, wenn wir soweit sind. Alles andere dürfte okay sein. So, ich würde gern speichern, ja. Und dann natürlich Abschluss, Logbucheintrag 21, Captain Kirkbeard. Das Außenteam hat sich wieder zusammengefunden. Sie planen nun einen Angriff auf die Piraten, welche die Höhlenbewohner festhalten, die uns helfen sollen, das Schiff aus dem Dreck zu ziehen. Wir von der Crew drücken ihnen die Daumen und warten sehnsüchtigst darauf, aus diesem Matsch herauszukommen. Kirkbeard, Ende.